wir alle kennen die Äußerung der Kanzlerin der Bundesregierung, diese pauschale Äußerung, der Islam gehört zu Deutschland. Wir kennen auch die Äußerung des Bundesinnenministers, er gehört nicht zu Deutschland, allerdings begründet nur aus einem religiösen Traditionalismus. Wir machen hier halt Christentum und so etwas. Wir sehen darin eine Unklarheit entstanden, nämlich die, inwieweit denn nun auch die zweifelsohne vorhandenen gesetzwidrigen Aufrufe, zum Beispiel im Koran, zu Deutschland gehören. Was wir uns also eigentlich mit diesem Antrag wünschen, darum richtet er sich auch an die Bundesregierung, ist genau eine Klarstellung, der Hinweis auf die Strafbarkeit von gesetzwidrigen Inhalten. Diese Pauschalität der Aussage des zu Deutschland Gehörens des Islam ist etwas, was wir für gefährlich halten. Man muss ganz klar sehen, es gibt Studien und Umfragen unter muslimischen Schülern, die zu beachtenswerten Prozentsätzen sagen, dass Verbreitung des Islam mit Gewalt gerechtfertigt sei, die Ausbreitung des IS gut finden, die teilweise sogar Terroranschläge dafür Sympathie bekunden. Und ich denke, wir müssen sehen, dass wer den Lebensstil einer Gesellschaft radikal ablehnt, sie als sündig empfindet, der ist natürlich auch leichter dazu bereit, gegen sie gewalttätig vorzugehen. Mit anderen Worten, dieser Radikalisierungsmoment, der darin enthalten ist, die Abwertung der Andersgläubigen, das kann dann tatsächlich in der Weiterentwicklung auch zu Terroranschlägen und so etwas führen. Wir alle wissen, es kommt nicht darauf an, was irgendwelche Exegeten aus dem Koran herauslesen oder in ihn hineinlesen, sondern wie der einfache Moslem es versteht. Und da gibt es die Umfrage, das kennen Sie sicherlich alle, 2/3 der europäischen Muslime sagen, der Koran, der Islam, das sind wichtiger als die Gesetze des Landes. Und über 3/4 sagen sogar, es gibt nur eine einzige mögliche Auslegung. Das ist dann die orthodoxe. Und Bernd Baumann hat es schon angeführt, es gibt die Terroristen, die Allahu Akbar rufen bei ihren Taten. Es gibt das Schulmobbing gegen andersgläubige Schüler. Es gibt die gewalttätigen Verhaltensweisen gegenüber Frauen. All das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Das ist ja praktisch nicht naturhaft eigen dieser Gruppe, sondern ist kulturell erlernt. Das muss man ernst nehmen. Diese Kriminalität ist sozusagen ideologisch getriggert. Und darauf einmal das Augenmerk zu lenken, diesen blinden Fleck der Bundesregierung, der sich in dieser pauschalen, noch gehört alles zu Deutschland, Aussage ausdrückt, sichtbar zu machen, in die Sichtbarkeit zu heben, darauf zielt dieser Antrag. Herr Vollrath. Ja, Sie schreiben hier von geeigneten Maßnahmen, die es zu prüfen gilt. Haben Sie da konkrete Vorstellungen? Und zweitens, wie bewerten Sie, dass im kommenden Monat ja die Islamkonferenz wieder aufgelegt werden soll? Da wäre es ja jetzt auch möglich, die von Ihnen eben angesprochenen Dinge auf die Tagesordnung zu setzen. Also in gewisser Weise beantwortet Ihre zweite Frage zum Teil auch die erste. Das würden wir uns in der Tat nämlich wünschen. Eine der Maßnahmen wäre es, innerhalb der Islamkonferenz über diese pauschale Harmonievereinnahmung, gehört alles zu Deutschland, hinauszugehen und einmal den Finger auch in die Wunde zu legen, da wo es weh tut. Wir alle wissen, dass im Beginn der Islamkonferenz gerade liberale Muslime, Abdel Samad, Atesh und so, da ausgeladen worden sind, auf Druck der orthodoxen Verbände, weil die eben für Sichtweisen des Islam einstehen, die den orthodoxen Verbänden nicht passen. Dann muss man dazu sagen, aus orthodoxer Sicht durchaus zu Recht. Das zeigt aber gerade das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaat Deutschland auf der einen Seite und den orthodoxen Verbänden und der zugegebenermaßen orthodoxen, also rechtgeleiteten Interpretation des Koran auf der anderen Seite. Das heißt, wir würden uns schon wünschen, bei Bernd Baumann ist es schon angeklungen, der Koran selbst ist ein historisches Dokument, aber wer jetzt die gesetzwidrigen Aufrufe erneut aktualisiert, propagiert, sie scharf stellt, da muss jetzt der Fokus drauf gehen und ein erster Schritt, man wird ja immer sozusagen mit dem sanftesten Schritt beginnen, ist einfach mal das ins Bewusstsein zu heben. Dass also wenn der Innenminister oder die Kanzlerin sich hinstellen und sagen, die gesetzwidrigen Aufrufe im Koran gehören nicht zu Deutschland, dann wäre schon sehr viel gewonnen
Und dann könnten sich eben jugendliche Muslime, glauben wir, weniger leicht legitimiert fühlen, diesen Handlungsanweisungen Folge zu leisten, die es da im Koran gibt und zu gesetzwidrigen Handlungen aufrufen. Keine weiteren Fragen? Ja. Keine weiteren Fragen. Hätte ich jetzt sozusagen erwartet, dass da die... Das ist schon so gut beantwortet und... Wir haben dazu beigetragen, dass das Thema irgendwie plastisch diskutiert werden kann und auch in die Tiefe. Sehr gut, dann gehen wir zum nächsten. Doch, bitte. Ja, ich wollte Sie fragen, ob die Sichtweise, die Sie hier auf den Islam haben, ob Ihnen nicht aufgefallen ist, dass das ja eigentlich die salafistische Auslegung ist, die Sie hier als sozusagen Mainstream Islam verkaufen. Ich frage mich, wie Sie darauf kommen, dass das der Mainstream ist. Dann sähe die Realität hier ja in diesem Land nochmal ganz anders aus. Und dann wüsste ich gerne, was Sie, da Sie sich ja auch um Mobbing an den Schulen sorgen, was Sie von dieser Initiative der Landtagsfraktionen halten, Schüler dazu anzuhalten, ihre Lehrer, die einen sagen zu denunzieren, die anderen sagen zu melden, in Bezug auf, was die über die AfD sagen oder auch nicht sagen? Also der zweite Punkt führt in eine andere Richtung. Ich rede jetzt mal zunächst zu dem ersten. Zum zweiten will vielleicht Bernd Baumann auch noch was sagen. Die Auslegung, von der hier gesprochen ist, ist nicht die salafistische, sondern ist schlicht die orthodoxe. Tatsächlich stellt der Islam bzw. sein Gründungsdokument, der Koran, selber klar, da ist niemand, der diese Worte verändern könnte. Mit anderen Worten, im Unterschied etwa zum Alten Testament, was jetzt geschichtliche Erfahrungen des Volkes Israel mit seinem Gott schildert, die von Menschen beschrieben werden und auch immer wieder, meinetwegen durch den Heiligen Geist inspiriert, gedeutet werden müssen, gibt es da eine direkte Aussage. Das sind direkte Worte Gottes, Allahs. Er hat auf Arabisch gesprochen, schon eine Übersetzung ist kritisch zu sehen. Mit anderen Worten, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, ja, wir als Westler, wir haben, und das haben wir, Sympathie für liberale Auslegungen. Diese Zahl dieser liberalen Ausleger ist aber erstens verschwindend gering und zweitens, ich habe es vorhin schon erwähnt, entscheidend ist, was kommt beim, ich sage es mal, einfachen Moslem an. Folgt der den Auslegungen westlich gesinnter, freiheitlich gesinnter Personen oder sieht er, dass solche Personen wie Abdel Samad oder Sayran Atesh tatsächlich mit dem Tode bedroht werden, was von höchsten islamischen Autoritäten aus dem Islam heraus begründet wird? Mit anderen Worten, wir als Westler wollen natürlich gerne den rein religiösen Aspekt isolieren, ihn herausisolieren. Der Islam ist eine Weltreligion, gar keine Frage. Die soll es auch so als Religion geben. Das Problem für uns ist nur, dass er unentwirrbar verbunden ist mit einem Ordnungssystem für Staat, Gesellschaft, Recht und Politik mit Inhalten, die eben unseren Vorstellungen in diesen Bereichen zum Teil diametral widersprechen. Jetzt aber vielleicht noch ein Wort zu der Schulgeschichte. Gibt es sonst zum Islam, um das jetzt nicht zu unterbrechen, dann gehe ich da gerne noch drauf ein. Entschuldigung, wenn wir das dann als nächstes Thema machen, ist der Islam damit durch? Dann sage ich noch bitte was zu den Schulen. Ja, bitte. Ja, sehr gerne, kommen Sie. Okay. Und zwar doch noch mal zu den konkreten Maßnahmen. Also darauf hinzuweisen ist ja das eine, schätze ich. Das zweite ist, was stellen Sie sich vor? Könnten das dann Schritte sein im Unterricht, meinetwegen Islamunterricht dort mit einer liberalen Auslegung? Oder was für konkrete Maßnahmen kann die Bundesregierung oder die Landesregierung ergreifen? Also, Sie haben völlig recht, das ist ein erster Schritt nur und man würde dann sehen, wie erfolgreich er ist. Im Grunde genommen ist es aber so, dass was wir da fordern, ist ja eigentlich gar keine neue Forderung, sondern Gewaltaufrufe gegen eine religiös definierte Gruppe. Religiöse Diskriminierung inklusive Antisemitismus, Christenfeindlichkeit, Volksverhetzung gegen eine religiös definierte Gruppe unterliegen eigentlich ja jetzt schon der Pflicht zur Draufsicht durch das Bundesinnenministerium, durch den Verfassungsschutz und dergleichen. Mit anderen Worten, wir stellen uns jetzt schon vor, wir wollen einmal diesen blinden Fleck ins sichtbar machen, ins Bewusstsein heben, guckt da bitte drauf und dann ergreift die Maßnahmen, die ihr immer
ergreift, wenn ihr solche Delikte seht. Zum anderen, aber Sie haben völlig recht, ich denke schon, dass Jugendliche da einem besonderen Schutz unterliegen sollten. Ich denke, dass diese gesetzwidrigen Aufrufe, sagen wir mal, bei Kindern bis 14 Jahren eigentlich nicht unterrichtet werden sollten und oberhalb von 14 dann unter Hinweis auf ihre Strafbarkeit hierzulande. Das muss man wirklich sehr ernst nehmen. Es gibt, wie gesagt, Umfragen gerade auch unter muslimischen Schülern, die zu einem erheblichen Prozentsatz eine bedenkliche Ferne zu unseren Rechtsmaßstäben zeigen und gleichzeitig eine Nähe zu diesen bei uns gesetzwidrigen Aufrufen. Deshalb in der Tat, also Schulmaßnahmen wären, ich habe es gerade zweimal so vorgestellt, angerissen, wären da auch zu ergreifen. Ansonsten die übliche Rechtsaufsicht, die vom Bundesinnenministerium, Verfassungsschutz, den entsprechenden Behörden da zu leisten ist, gegen diese Straftaten, die in diesem Bereich Aufruf und Verhetzung normalerweise ausgeblendet werden aus auch politischen Harmonisierungsgründen.